Herzlich willkommen, liebe Freunde des besonderen Films, zu unserem Erdbeben-Talk. Und ich möchte einfach mal anfangen mit einem Film oder mit einer Serie von Filmen, die ja mehrmals verfilmt wurden. Ich fange mal an mit Die Dämonischen. Die Dämonischen war ja ein alter Don Siegel-Fan, hat mit den 70ern nichts zu tun. Aber ihr wisst ja, es kam ja dann eine Verfilmung mit Donald Sutherland in den 70ern. Ich habe hier mal das Buch mitgebracht, Die Körperfresser kommen, und hier das entsprechende Video oder beziehungsweise die entsprechende Blu-ray. Ja, und dann gab es ja noch weitere Verfilmungen von dem Thema, und da habe ich mir, fand ich auch cool, The Body Snatcher, die Laserdisc mal mitgebracht. Und frage, warum ist dieser Stoff so oft verfilmt worden und so unterschiedlich verfilmt worden? Was ist da eure Meinung dazu? Das Thema der Verwandlung ist halt interessant, wie sich ein Mensch verändern kann. Ja, das reizt ja. Also in den 50er Jahren, also in der alten Schwarz-Weiß-Verfilmung, war es ja auch quasi die Außerirdischen, aber es war ja eine Allegorie auf den Kommunismus, dass der Kommunismus das Land in der McCarthy-Ära quasi besetzt und man aufpassen muss, dass man nicht von so komischen Typen ja, übernommen wird. Das war ja bei der Sutherland-Verfilmung, der Philipp Kaufmann hat die Regie geführt, ja nicht so. Da war es ja ganz klassischer Außerirdische. Das hat ja mit dem Kommunismus nichts mehr zu tun gehabt, oder? Ja, war es im ersten Teil ja auch nicht, aber es war halt darauf abgezielt. Also von der Ursache waren es ja immer Außerirdische. Aber das Besondere, denke Aber ich es war mal, so was, plakativ. ja, aber das Besondere, denke ich mal, warum das Thema so interessant ist, weil diese Invasion ist so subtil, und jeder kann der Feind sein. Man weiß gar nicht mehr, wem man trauen kann, und zwar bis auf den innersten Kern ist es nicht mehr feststellbar, und das macht so Angst, weil das ist viel furchteinflößender als ein schwarzes Alien, das irgendwo durch die Gänge huscht, weil man halt ja das Monster in jedem sehen kann. Es ist wirklich absolut unsichtbar. Fand ja auch diese biologische Variante interessant, dass die in so Schoten oder was weiß ich, in so ja, Pflanzkörpern Ja. groß werden, die Außerirdischen oder die Doubletten. Das fand ich als Idee wirklich gut. Wie fandet ihr Ja. den Schluss? Ich will jetzt keinen Spoiler machen, und ich hoffe, Leute, schaut euch den Film an, und wenn ihr jetzt noch nicht gesehen habt, die Sutherland-Verfilmung, dann haltet euch jetzt mal kurz die Ohren zu. Wie fandet ihr den Schluss? Du meinst den von 70er oder meinst du den 70er, 70er. 70er? Fand's gut. Ich hab gedacht, okay, was passiert erst? Ich habe gedacht, dass er nicht konvertiert war. Ja, und dann auf einmal den Schrei, ne? Was ich übrigens ein tolles Element fand, was in den 70er eingeführt haben, wurde in dem Film diese Schrei, was die Verwandelten immer gemacht haben, wenn sie einen nicht Verwandelten entdeckt haben. Ne? Fand ich eigentlich eine coole Idee. Und Aber es war auch richtig unheimlich, ja. das war sehr unheimlich. Ja, wie auch, also das Geräusch war sehr unheimlich. Aber ich fand auch, Donald Sutherland hat auch zum Schluss, die machen so fast so eine Fratze bei diesen Schreien. Ne? Das verzieht sich alles, und das fand ich gut. Aber ich fand auch, wir müssten auch über das Ende sprechen, vom ersten Film vielleicht vorher. Ne? Also von die Denn Dämonischen, Lisa, oder? die Dämonischen, also übrigens fand ich die Übersetzung, also die übersetzten Namen irgendwie ein bisschen komisch. Also Super, super. als es vorgeschlagen wurde, also die Dämonischen, was ist denn das für ein Film? Muss ich nochmal gucken. Ach so, Body Snatchers, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Also die Übersetzung war schon mal schlecht. Ja, aber ich habe nochmal drüber nachgelesen, dass Don Siegel, also der Regisseur vom ersten, von die Dämonischen, ja, dass der sowohl Prolog als Epilog gar nicht so gewollt hat. Ne? Was meint ihr dazu? Ja, es wurde ja quasi vom Studio aufgezwungen, diese, ich sag noch mal, nein, würde ich sagen, romantisierte Fassung, aber diese Larifari-Fassung. Also ich fand also diese Ursprungsfassung, die Don Siegel vorhatte, eigentlich viel radikaler. Das ist aber doch eigentlich das,
über das wir erst in einer der letzten Talks gesprochen haben, dass in den 70ern erst, und deswegen konnten die es bei Dämonischen noch nicht machen, erst die Dystopie richtig aufgekommen ist. Die 70er war das Jahrzehnt der Dystopien und das Ende von die Körperfresser kommen ist ja die Dystopie überhaupt, weil da ist alles vorbei, da gibt es keine Chance mehr auf Rettung. Wohingegen im ersten Teil, Spoiler-Alarm, haben wir ja die Hoffnung darauf, dass jetzt dann doch die Außerirdischen entdeckt werden und damit das Ganze noch verhindert wird. Das war wohl zu viel für die damalige Zeit. Ja, weil da hätte ja der Kommunismus gesiegt. Ja, eben nicht, weil es ist ja, also er hätte gesiegt, ja genau, er hätte gesiegt. Ich muss sagen, ich habe erstmal den Film gesehen und fand top, ne? Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und später habe ich gelesen, dass es eben diese Anfangs- und Schlussszene nachträglich hinzugefügt wurden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie wäre der Film ohne diese Szene? Ich fand den Film erstmal gar nicht schlecht. Ich fand die Anfangs- und Endeszene fand ich in Ordnung. Aber wie wäre der Film ohne diese Szene? Und da habe ich verstanden, da gab es eine Aussage von Don Siegel, der sagte, der Film wäre beinahe ruiniert, wurde nicht ruiniert, aber beinahe. Ich fände es auch besser, wenn es die Szene nicht gegeben hätte, denn dann gibt es, dann bleibt auch was offen. Und ich finde es immer gut, wenn so ein bisschen was offen bleibt. Offen in die Richtung Negativen. Aber weiß man nicht. Ne? Aber ich rufe dann nach einem zweiten Teil. Leicht. Ne? Aber war nicht dieser Schauspieler, jetzt habe ich den Namen nicht geguckt, ich muss wieder gucken, hat er nicht quasi McCarthy hieß der. Dann auf dieser Motorhaube quasi draufgefallen und hat gesagt, oh, passt auf, sie kommen, bla bla bla. Also war das nicht ein Gag, dass man den Schauspieler der des Schwarz-Weiß-Films genommen hat in den 70er Jahren, um quasi das Böse nochmal einzuführen, weil der auf die Motorhaube, habe ich jetzt in Erinnerung, war das nicht so? Es war so, ne? Also in den 70er Jahren, dann hat er ein Cameo-Auftritt gehabt. Cameo. Und genau die Schlussszene, die ursprüngliche Schlussszene vom Ursprungsfilm aus den 50er, wo er, they're coming, you are the next, you could be the next, genau das sagt er mitten im Film, als ich glaube Donald Sutherland mit dem Taxi oder so fährt, dann kommt er vorbei und dann sagt er genau das Gleiche und dann wird er dann später von. Muss ich nicht sagen, was später passiert. Hat jemand diesen Roman gelesen? Ich kenne ihn nicht. Ja, Film ist besser. Ja. Nee, aber das mit dem Mann, der so panisch auf der Straße ist, das ist ja ein Running Gag in allen Filmen gewesen, ne? Das muss man auch sagen. Der erste Klassiker, da war das ja in der Story drin und die anderen hatten das so aufgenommen. Das sieht man in jedem Teil, auch in Invasion. Gute Frage. Ich glaube ja, dass ich da gesehen habe. Die panische... Nein, Leute, es ist ganz einfach. Es ist eine panische Person, die vom Untergang da so spricht und halt das Ganze heraufbeschwört und dann die Leute warnen möchte. Ist ja ein Bestandteil in vielen Filmen. Und hier hatten sie es auch übernommen. Im Teil 3, da müsste ich mal nochmal gucken. Im Teil 3 meine ich, das ist ganz am Anfang, wo das Mädchen in diese Toilette geht und da ist ein Mann drin. Und der ist offensichtlich, der flieht noch vor den Body Snatchers, ja. Und der, ich meine, der sagt, der coming und so weiter. Also der ist in dem Moment so ein bisschen hysterisch. Und später stellt man fest, dass der auch umgewandelt wurde. Ja, ich meine, das ist ganz am Anfang. Das ist eine Frage an unseren Super 8-Experten. Welche Versionen des Films gibt es auf Super 8? Weißt du das? Und, also die Dämonischen gibt es komplett auf Super 8 aus Italien. Von die Körperfresser kommen, gibt es lediglich einen Trailer, da habe ich noch nie irgendwas gehört oder gesehen, dass es davon was gibt, also das Original gibt. Und bei den weiteren Verfilmungen, also Invasionen, ich glaube, mit Nicole Kidman, oder? Das kam erst 93 raus, glaube ich, der dritte. Nee, den gibt es ja irgendwelche Fanatiker, die es auf Super 8 brennen, also oder überspielen. Also wer es gerne machen möchte, kann sich das natürlich machen, aber ich glaube nicht, dass es da irgendeinen gibt, der sich das halt jemals machen lassen. Aber Matthias hat es jetzt schon angesprochen, es gab noch eine vierte Version, ne, 2007 mit Nicole Kidman, wobei da die Rollen dann quasi dann, also es gab diese Hauptperson, das war dieser Arzt, ne, und jetzt wurde quasi alles ein bisschen vertauscht, das heißt, es ist eine Ärztin, gespielt von Nicole Kidman, und der Partner, ne, also die im ersten und zweiten Film, ist die Frau, die dann irgendwann mal umgewandelt wird, ne,
Und das ist jetzt einen Mann, der gespielt wird von Daniel Craig, also der künftigen James Bond. Ich habe es noch nicht nachgeschlagen, ob er schon zum Zeitpunkt des Drehs, das war 2005, dass das gedreht wurde. Der Film kam zwar 2007 raus, aber der Dreh wurde 2005 gemacht, ob er da schon announced wurde als James Bond. Denn ich finde, die haben da ein bisschen Potenzial verschenkt. Die haben sich sehr fokussiert auf Nicole Kidman. Ich finde übrigens, das war der schwächste von allen Filmen dieser Reihe, der vierte Film mit Nicole Kidman. Ich muss sagen, ich fand ihn schwächer. Nee, der hat mich positiv überrascht. Ich habe gedacht, das wäre der trashige, das wäre so die billige Variante. Ich fand ihn eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Okay. Ja? Also nicht so gut wie 50er und 70er war sehr gut. Aber gut, aber es ging immer so nach unten. 50er war super, dann 70er war auch gut, aber nicht, hat nicht. Und dann den vom 90er und den 2007er war sehr mittelmäßig, fand ich. Ja. Jetzt würde mich interessieren, unser Filmhistoriker, der die, ja, vor allem die 60er und 70er ja aus Hammer-Sicht immer gesehen hat und auch den amerikanischen preiswerten Produktionen. Wie siehst du die Filme, Andreas? Ja, also vielleicht gerade noch mal kurz zur Ergänzung von eben. Also ich hatte noch mal ein bisschen nachgeschaut wegen des Hauptdarstellers Kevin McCarthy, wo ja gesagt habe, der war sowohl dann im Original wie im Remake von 78 dabei. Und er sagt im Original von 56, ihr seid die Nächsten. Das sagt er da, wo er auf der Autobahn am Ende ist. Mhm. Und er sagt im Remake, sie kommen. Also es ist praktisch nochmal eine Art Steigerung und es ist im Prinzip die gleiche Rolle, die er dann wieder aufnimmt. Das ist ein wunderschöner Gag, nur das nochmal gerade zur Ergänzung, das habe ich nochmal nachgeschlagen. Ja, vielleicht nochmal kurz zum 56er Original. Ich gehe da nicht so ganz d'accord bezüglich der politischen Ausrichtung. Es ist klar, der Film wird natürlich als, wie viele Science-Fiction-Filme der 50er Jahre, so ein bisschen in diese McCarthy-Ära und den Kommunismus, also praktisch die Außerirdischen stehen dann für den Kommunismus, die Russen, die Bösen, die amerikanische Gesellschaft unterwandern. Aber gleichzeitig kann man es auch sehen als Tyrannei der McCarthy-Ära, wenn man es vom anderen Blickwinkel mal sieht. Es gibt diese schöne Szene, wo praktisch der Arzt und seine Freundin vor der ganzen Stadt im Prinzip flüchten. Und das ist im Prinzip für mich auch ein Ausdruck der Tyrannei der McCarthy-Ära, wo man die Meinung so vervielfältigt, dass der Einzelne keine individuelle Meinung und kein Individuum mehr sein kann. Also es ist im Prinzip die Jagd auf zwei Menschen, die anderer Meinung sind. Und das ist der andere Blickwinkel. Also es ist auch im Prinzip das amerikanische Volk, das für den Kapitalismus steht. Es kann genauso auch als Kapitalismuskritik verstanden werden. Die Gleichschaltung im Kapitalismus in einer Kleinstadt. Und das unterscheidet den Film übrigens auch von dem 70er Remake. Wenn man sich die Filme betrachtet, also der erste Film spielt in einer Kleinstadt, der zweite Film spielt in San Francisco und die natürlich das Synonym für Freiheit sind. Aber die Zeit des Flower Power ist vorbei und es ist eigentlich erschreckend in dem 70er Remake, ja, dass im Prinzip eigentlich das, was noch diese Horrorversion der 50er Jahre ist, ja längst zur Normalität geworden ist, nämlich diese Anpassung, dieses in der Gesellschaft integrierte. Und man erkennt eigentlich gar nicht mehr die Leute, sie sind so angepasst, dass eigentlich diese Samen aus dem All im Prinzip noch viel leichteres Spiel haben. Und das ist auch der Vorteil des dritten Films, der auf einer Militärbasis spielt, wo im Prinzip das ja zum der Hauptaspekt ist, dass man als Soldat sowieso gleichgeschaltet ist. Keine Gefühle zeigt. Und das ist das Faszinierende an dem dritten. Und um auf den vierten zurückzukommen, das ist auch in meinen Augen der schwächste Film, weil es da halt wirklich am Ende so eine Art Happy End gibt. Und das ist in den
zumindest im ersten und zweiten Film nicht der Fall. Am Ende sitzt dann, um jetzt nicht zu viel zu verraten, dann sitzen da die Nicole Kidman und der Daniel Craig im Wohnzimmer und am Frühstückstisch und alles ist irgendwie gut. Und das ist natürlich, das mag man als Ironie sehen am Ende dieses Films oder wenn es wirklich so ernst gemeint war, ist es eigentlich sehr banal. Und das ist ein Ende, was eigentlich total enttäuschend ist. Danke für die kontroverse Diskussion und wir kommen jetzt zu einer neuen Rubrik in unserer Erdbeben-Reihe, kontroverse Filme. Und ich möchte mal starten mit Jan, der einen kontroversen Film mal ins Rennen schickt, wo ich mich sehr schwer getan habe, muss ich zugeben. Jan, bitte. Ja, stimmt. Aber der Poster kam mir auch gut an in der Gruppe. Das ist typisch für diese ganzen Filme da, die doch sehr kontrovers sind. Also das geht jetzt um Maniac, ne? Und da gab es noch diverse andere Posts, wie zum Beispiel Voodoo, Schreckensinsel der Zombies oder Maneater zuletzt. Und die landen auf Platz 1 des Tages. Also das sind die, die wirklich am besten bei den Gruppenmitgliedern ankommen, genau. Und Maniac hat vor allen Dingen sehr viele Kommentare hinterlassen. Ne? Und der Film ist kontrovers diskutiert worden. Der eine liebt ihn, der andere hasst ihn. Einige sind so dazwischen, wo ich mich auch so einordnen würde. Also William Lustig hat ja da eigentlich einen guten Film geschaffen, der noch Ende der 70er Jahre gedreht wurde. Also mir gefällt der Film vor allen Dingen aufgrund dieser gelungenen Atmosphäre, dieses düstere New York und vor allen Dingen, was den Film auf jeden Fall trägt, das ist die Darstellung von dem Joe Spinell. Der ist also wirklich grandios als Maniac und vielleicht könnte man dann noch die Effekte von Savini erwähnen, die auch klasse waren. Der schießt sich ja eigentlich quasi selbst den Kopf weg in dem Film. Aber sonst bleibt da leider nicht viel übrig. Ne? Auch der Soundtrack ist mir ein bisschen zu, naja. Und auch der Rest ist sehr laienhaft gedreht. Was glaubt ihr denn? Was haltet ihr denn von dem Film? Der Schauspieler, den du gerade angesprochen hast, war für mich der größte Minuspunkt von dem Film, weil ich fand den einfach nur, Entschuldigung, wenn ich sag, aber ekelhaft. Und das war nicht, weil er das wegen dem, was er getan hat, sondern einfach so als Person. Und deswegen, ich weiß auch nicht, klar, für die Rolle ist er ekelhaft zu sein, aber trotzdem hat mich das furchtbar gestört und ich habe da keine Beziehung zu dem Film aufbauen können. Also ich mag den Film nicht. Also der Hauptdarsteller ist kein, also man hat nicht einen Funken von Sympathie an diesem Kerl. Ja, also. Aber komischerweise, wenn ein Serienkiller oder ein Killer Hauptfigur ist, dann ist es nicht selten, dass man dann schon eine Sympathie aufbaut. Bei den typischen Slasher-Filmen, über die wir neulich auch gesprochen haben, jetzt Freitag der 13. oder so, das sind auch nur Nebenfiguren, diese Killer, oder die kommen zwar immer wieder, aber man hängt nicht dauernd an denen dran. Aber bei Filmen, wo das der Fall ist, da ist in der Regel eine gewisse Sympathie da, oder braucht man einfach mit der Figur, die man dauernd sieht, dass man sich ein bisschen identifiziert. Und das klappt bei dem Film halt meiner Meinung nach, also für mich jetzt überhaupt nicht. Das war bei mir bei Peeping Tom, ein Film, den ich, ja, ein völlig unterschätzter Film, aber da muss ich sagen, Böhm fand ich einfach toll als Schauspieler, obwohl er ja ein ganz schön übler Kerl ist, aber ich hatte einen Sympathiefaktor für ihn und mir ging es ähnlich, ein Film aus den 80ern, den ich, ja, faszinierend, grausam finde, auf der einen Seite ablehne und auf der anderen Seite immer wieder hinschauen muss, Henry, Porträt eines Serienkillers, den fand ich so erschreckend, weil er so verdammt realistisch war. Da ging es mir dann ähnlich wie Maniac. Ich hatte eigentlich keine Sympathie, aber da hat mich die schauspielerische Leistung überzeugt bei diesen 80er-Jahre-Filmen, während bei Maniac tue ich mich schwer. Ich bin beim Andreas. Jetzt würde ich gerne mal, ja, Rick, du alter Angsthase, hast du unseren Maniac gesehen? So rum. Ich habe Maniac gesehen und ich muss sagen, das war eine der positivsten Überraschungsfilme der 70er, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, ich habe nicht großartig was erwartet. Ich dachte, okay, das ist wieder so ein Trash. Ja, das ist auch Horror, das ihr wisst, das ist nicht unbedingt mein Genre, ne? Wobei, als ich hier die Caroline Moore gesehen habe, ich dachte, okay, den muss ich mir unbedingt angucken. Ja. Aber der Film, muss ich sagen, hat mich positiv überrascht. Also erstens zum Hauptdarsteller. Ja.
warum ich ihn so gut fand, erstmal, weil der absolut ekelhaft war in dieser Anfangsszene, wo der da kommt und nimmt jetzt da diese Nutte da. Ne? Und dann gehen sie da ins Zimmer. Da habe ich mir gedacht, boah, die muss wahrscheinlich den doppelten Preis verlangen. Ja, quasi so Ekelfaktor höher. Ne? Aber genau das hat es so gut gemacht. Und was mich auch überrascht hat, ist, später gibt es eine Szene, wo er dir dann die Caroline Muro da in ihren Apartment besucht. Dann ist er ganz normal. Und siehe da, das ist nichts von diesem Tier, von diesem Monster, die ständig auch diesen Geräusch gemacht hat im Hintergrund. Das fand ich super. Dieses oh, hat er immer so irgend so ein Geräusch gemacht. Da war nichts davon. Er war ein ganz normaler, eigentlich sehr sozialer Typ, der danach sie auch irgendwo ins Restaurant mitgenommen hat. Ne? Diesen Wechsel fand ich super. Deswegen hat mir diesen Schauspieler absolut gut gefallen. Der Film ist sehr brutal, aber ich finde auch, diese Brutalität passt auch sehr, sehr gut jetzt in diese Geschichte. Insofern fand ich wirklich einen super Film. Ich kannte übrigens das Remake mit Elijah Wood. Ne? Es ist etwas anders. Es ist auch, wurde auch auf eine andere Art und Weise auch gedreht. Ich glaube, immer so aus der Ich-Perspektive. Der hat mir auch gut gefallen, aber das ist hier, hat es wirklich getoppt. Also ich fand es super, Maniac. Apropos eklig, Entschuldigung, wenn ich da jetzt mal eingreife. Kennt ihr den Film Der goldene Handschuh? Mhm. Ein deutscher Film, der die Geschichte des Frauenmörders Fritz Honka erzählt. Eigentlich sehr ähnlich aufgebaut. Geht es halt auch um den echten Frauenmörder, und der ist ja auch ohne Ende eklig, der Typ. Und ekelhafte Wiener Würstchen. Ja, also würde ich mal sagen, sehr ähnlich. Die Morde sind zwar mehr zufällig bei dem und bei Maniac. Aber war nicht, also jetzt beim Handschuh hat man gesehen, wie gemordet wurde, während bei Maniac ist ja die Kamera, hat ja richtig drauf gehalten. Also es war für mich das erste Mal im Film, für mich, dass ich gesehen habe, wie jemand skalpiert wird. Wird jetzt auch nicht so oft gezeigt. Ja, man könnte man in irgendwelchen Cowboy- und Indianerfilmen, die haben ja eine tolle Videodiskussion gerade, genauso zeigen. Ich glaube, Wiegenlied zum Totschlag war ja auch nicht gerade für Nachmittagsprogramm. Der Schwarze Falke von John Ford hat das ja auch angedeutet, dieses Thema Skalpieren. Aber ich habe das noch nie gesehen gehabt, wie bei Maniac. Ich kenne Maniac noch gar nicht. Ich habe den noch nie geguckt. Das ist keine Kopie von dem? Nein. Auf Super 8? Das ist einer der Filme, die reizen mich gar nicht, weil das ist mir zu viel Brutalität. Und das brauche ich in einem Film nicht unbedingt. Also ich habe mir heute hier nochmal, finde ich ja echt pervers, es gibt das Ding jetzt auf 4K. Ich kam ja von der Laserdisc, also quasi dann, danach kam die VHS habe ich nie gehabt, dann kam die Laserdisc, war meine erste, dann die DVD, jetzt 4K. Ich weiß nicht, warum dieser Film auf 4K rauskommen musste, weil er ist optisch nicht besser geworden. Da kannst du das Blut fließen noch pixelgenauer sehen. Ja, aber auch das ist in diesen New York 70er Jahre, ist es ja alles grau. Das ist ja jetzt kein schönes New York. Es ist ja kein 60 mm CinemaScope, jetzt lass oder so ein D'Argento-Blut, wo es so schön rot ist, sondern es ist ja alles dreckig. Es ist ja nicht schön. Der ganze Film ist nicht schön. Also optisch. Richtig. Aber so siehst du wenigstens die Nichtschönheit in Original. Und auf alten Formaten ist dann die Nichtschönheit eher durch pixelig oder Artefakte. Ja, der ging billig her, muss ich zugeben. Darum habe ich mir als 4K, da ist die Blu-ray auch gleich dabei, gekauft. Sonst hätte ich nur die Blu-ray gekauft, aber auf 4K braucht sie nicht. Oder ich habe irgendwas am Auge. Das wäre sicherlich auch eine Diskussion, die man machen könnte. Es ist, wie sinnvoll es ist, solchen Film, wo auch der Regisseur wusste, ich kann das hier so zeigen, weil das geht so schnell und das ist so verschwommen, dass keiner das merken wird, dass da im Hintergrund was ist. Ne? Und wie sinnvoll es ist, das so aufzupeppen in eine Auflösung, wo dann dieser Effekt dann weg ist. Ich meine, sogar bei Maniac gibt es die eine Szene, wo er verfolgt diese Krankenschwester, ja, die danach in den Herrentoiletten ermordet wird. Ja?
Und das ist so, sie will erstmal in die U-Bahn reingehen. Da ist niemanden auf diese U-Bahn-Station. Sie versucht da reinzugehen, sie kriegt die Tür nicht auf und die U-Bahn fährt. Und man sieht dann aus dieser U-Bahn, Blick nach draußen, wie die U-Bahn wegfährt. Und dann siehst du die Station und auf einmal sind Menschen da. Die siehst du eindeutig, da sind ganz viele Leute da. Und dann wieder Kamerawechsel und dann sind sie wieder alleine da. Ich weiß nicht, ob das ein Filmfehler ist oder ob genau diesen Aspekt gedacht war. Ah, das geht so schnell, es ist so ein shitty Kino, die wahrscheinlich den Fokus wird nicht so richtig sein, die Leute werden das nicht merken. Ja, aber ich habe es auf jeden Fall gemerkt. Also genauso ist bei Toppy Hoopers Kettensägenmassaker, habe ich mir auch die 4K-Version angeschaut. Das war ja 16 mm. Warum sehe ich 16 mm auf 4K aufblasen? Aber ist vielleicht mal ein Thema, was wir mal in künftig diskutieren können. Und ja, wieder bitte noch eine Sichtweise des Filmhistorikers. Andreas, hast du Maniac gesehen und was sagst du zu so einer expliziten Brutalität, die dargestellt wird? Und kannst du den, ja, die Diskussion, die wir in der Gruppe haben, die auch sehr positiv war, nachvollziehen? Ja, es ist natürlich, ich glaube, es ist 1980, glaube ich, rausgekommen, der Film. Und es ist natürlich auch immer eine ganz andere Sichtweise, wenn man den Film vielleicht in jüngeren Jahren mal gesehen hat. Ich habe ihn tatsächlich erst vor 7, 8 Jahren das erste Mal gesehen und konnte diese Faszination für diesen Film, den ich vielleicht anders wahrgenommen hätte, wenn ich den vor 20, 25 Jahren vielleicht gesehen hätte, die konnte ich nur in begrenztem Maße teilen. Ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen bei der Bewertung, zwischen sehr gut und hat mir nichts gebracht, der Film. Es ist diese billige Atmosphäre, diese schmutzige Atmosphäre, die macht schon was aus in diesem Film. Auch der Hauptdarsteller, wirklich, wie er das darstellt, es ist eigentlich schon fast eine Psychostudio dieses kaputten Menschen. Und das macht ihn faszinierend. Die Horrorszenen, das ist für die Gore-Fans sicherlich auch entscheidend oder hat dazu beigetragen, dass der Film, der ja auch lange auf dem Index stand, Kultcharakter bekommen hat. Ich glaube, er war nicht nur auf dem Index, ich glaube, er war sogar verboten eine Zeit lang. Ja, aber ich glaube, Schlagnahmen. Nicht nur auf dem Index, sondern richtig hopsa unter der Schublade, also unter der Verkaufs- und also ganz übel. Und es wird ja im Nachhinein immer gerade diese Filme, die mal auf Beschlagnahmen waren oder im Index standen, die umgibt ja immer so eine gewisse Aura. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass man diese Filme auch vielleicht im Endeffekt etwas besser macht, wie sie vielleicht im Endeffekt sind, weil sie halt nicht jeder sehen konnte für lange Zeit. Und das hatte irgendwas Besonderes. Gut, zum Film selber, wie gesagt, mir ist es manchmal ein bisschen zu wenig Suspense in dem Film, also Spannung. Es ist diese U-Bahn-Szene, die eben angesprochen wurden, ist eigentlich fast die spannendste Szene des ganzen Films. Die da aufgebaut wird. Man denkt dann auf einmal, die Krankenschwester, glaube ich, was, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ist jetzt schon etwas länger her, die sich dann versteckt. Sie hat es denn gerade geschafft und dann wird sie dann trotzdem vom Killer noch erwischt. Und das war schon so wirklich eine spannende Situation. Sie da alleine in dieser U-Bahn, die eigentlich bevölkert ist von vielen Menschen und da diesen Gegensatz jetzt zu sehen, diese menschenleere U-Bahn, das war wirklich was, wo wirklich Spannung aufkam. Aber der Rest des Films war eigentlich auch nicht sonderlich spannend und das war dann halt wirklich die Charakterstudio dieses kranken Menschen, die man denn verfolgt hat. Ich fand ihn mittelmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt diese Highlights, mit dieser Skalpierungsszene beispielsweise, die an Brutalität Highlights, aber insgesamt muss ich sagen, ich fand ihn jetzt nicht so besonders. Mittelmäßig würde ich ihn einordnen. Lief der Film denn jemals im Fernsehen, nachdem ja alles heute im Fernsehen, ja? Ja, er lief im Fernsehen, er lief allerdings auf Tele 5 im Nachtprogramm und da beide Male auch gekürzt. Zu der Zeit, wo der Film, glaube ich, noch nicht ab 18 freigegeben war, wenn ich mich ganz recht erinnere. Genauso, also. Das Remake lief auch. Ich glaube, die liefen sogar hintereinander mal auf Tele 5. Allerdings natürlich beide gekürzt. Das Remake ist ja, glaube ich, nach wie vor zumindest auf dem Index, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kenne ich gar nicht, habe ich nie gesehen. Ist aber in meinen Augen, um es auch nochmal einzubringen, da bin ich dann anders als der Rick der Meinung, mir hat das Remake besser gefallen. Es ist der etwas glattere Film,
aber für mich der etwas bekömmlichere Film von den beiden, sage ich mal. Also für meine Sehgewohnheiten hat er mir besser gefallen, das Remake. Und Elijah Wood als dieser Charakter kommt eigentlich auch sehr, sehr gut rüber in dem Film. Also überraschend sehr, sehr gute Leistung von ihm. Mhm. Mhm. Jan, ich muss mich beschweren. Aha. Du musst bitte den Herrn Zuckerberg anrufen, weil der hat ein großes, großes, tolles Posting von mir gesperrt und rausgenommen. Ich hatte ein Posting gemacht in unserer wunderbaren Facebook-Gruppe über Little White Feather, die den Oscar ja quasi angenommen hat für Marlon Brando als Protest gegen die Behandlung der amerikanischen Ureinwohner. Ja, das hatte ich gepostet und dann wurde dieser Post von Facebook rausgenommen. Und wir leiden, glaube ich, in dieser Gruppe gerade unter der, ich möchte nicht sagen Zensur, aber durch eine Willkür von Zuckerbergs Firma. Ich kann nach wie vor nicht verstehen, warum dieser Post rausgenommen wurde. Vor allem, weil er von anderen Gruppenmitgliedern dann Stunden später auch nochmal gepostet wurde und anstandslos drin war. Vielleicht hat der Zuckerberg was gegen mich. Was denkst du, Jan? Schwer zu sagen. Also es ist einer der Posts von vieren, wo ich weiß, dass die gelöscht wurden. Von mir wurden zwei gelöscht. Das war ein TV-Hinweis und ein, das war dann noch der Geburtstag von Nicole Nichols, genau. Todestag war es. Todestag, ja. Und da habe ich eine Gemeinsamkeit gesehen. Da war es nämlich so, dass es Verlinkungen waren. Es waren Verlinkungen auf externe Webseiten. Da habe ich gedacht, okay, Spam haben sie halt falsch eingeordnet. Aber als die Geschichte da mit Markus Elfter kam, mit diesem Suizid und Bürgertag, da habe ich gedacht, also da kann irgendwas nicht ganz rund laufen bei Facebook. Ne? Also das hat ja, glaube ich, direkt überall rund geschickt und alle haben sich kaputt gelacht darüber. Aber ob wir darüber jetzt weiter lachen, wenn sie weiterhin so willkürlich hier zensieren, ich benutze das Wort jetzt wirklich absolut bewusst, dann weiß ich auch nicht, wie es weitergehen soll. Ne? Also man kann ja schon Angst haben, dass man Bilder postet, dass die dann da auch urheberrechtlich da irgendwas drüber laufen lassen, so ein Automatismus. Und bald können wir gar nichts mehr posten. Ne? Auch Texte, wenn du da irgendwas verwendest, so einen Titel im Speziellen, der dann geschützt ist, dann sagen sie auch, nee, du darfst nicht oder zahl irgendwas. Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht, aber das ist natürlich nicht schön. Leider kenne ich keine Lösung dazu. Es gibt auch gar keinen Einspruch, den man machen kann. Genau, das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen. Ja. Ich habe jetzt einfach gesagt, das ist einfach auf sich beruhen lassen. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, ob man irgendwie diskutieren kann, einsprechen kann oder irgendwas. Geht da irgendwas oder ist man einfach quasi ausgeliefert, das geht nicht und Punkt? Das Lustige ist, du kannst da zwar irgendwas anklicken, also du klickst dann an, du stimmst dem nicht zu, aber dann war es das, ist Schluss. Und es kommt auch keine Rückantwort mehr, schreiben sie. Dann schreiben sie drunter, sie kriegen keine Antwort, aber danke, dass sie uns das mitgeteilt haben. Ja, toll, ist wahrscheinlich dann irgendwo verschwunden, wird auch nicht ausgewertet. Davon gehe ich aus. Also, ja, die werden damit ihre KI halt füttern, oder? Ja, also ich denke, dass Facebook auch hier die EU-Maßnahmen auf die Nerven gehen und dass die dann diesen Automatismus eingeführt haben, der diese wahnsinnigen Sachen macht. Ich bin mal gespannt, ob das auch öffentlich jetzt mal wird, dass das öffentlich auch mal diskutiert wird und dass Facebook dann vielleicht doch ein bisschen nachjustiert beziehungsweise auch mal echte Leute hinsetzt, die sich da mal die Sachen anschauen, was natürlich auch wieder eine Kostenfrage ist. Ne? Ich finde das viel schlimmer, wenn die Leute dann gesperrt werden. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich finde das viel schlimmer, dass teilweise die Leute dann auch gesperrt werden, dass sie, was weiß ich, 4 Wochen nicht mehr posten dürfen oder erstmal für 2 Wochen gar nichts mehr machen dürfen auf Facebook. Ja, aber ich glaube, da kann man andere Einsprüche einlegen dagegen, dass man da, dann kann man schon eher gehört werden. Ne? Aber was ich noch sagen muss zu den Posts, die jetzt gelöscht wurden, das hat keine negativen Auswirkungen auf unsere Gruppe. Ich habe direkt nachgeschaut, ob da irgendwo noch so ein Makel hinterlegt wird, aber ist es nicht. Komischerweise. Das ist das, was sie dir sagen, was im Hintergrund ausgewertet wird. Das weißt du ja nicht. Ja, da müssen wir abwarten. Also, Jan, nochmal die klare Aufforderung an dich als Gruppenadmin, ruf den Zuckerberg an und klär das bitte. Ich fliege gleich hin. Na, so. Ja, hast du seine Nummer, Matthias? Kannst du die seine WhatsApp hier posten? Ich schicke sie nachher dem Jan durch. Mache ich nachher. Ich will das jetzt nicht so öffentlich. Klar. Dann aber Schluss mit Zucker. Mal,
bei euch anderen ist jemals was aufgefallen? Seid ihr mal gesperrt worden oder wurden Postings von euch von Facebook rausgenommen? Und wenn ja, um welche üblen Schmierereien handelt es sich? Also ich wurde einmal gesperrt für 4 Wochen, durfte ich nichts mehr hochladen. Ich hatte ein Bild, wo man eine nackte Brust gesehen hat. Ja. Deswegen jetzt die Adding-Verbesserungen. Ja, das mache ich jetzt ja dann, ne? Aber mir ist es schon passiert, dass ich wirklich, ich habe dann so fast nichts gesehen, aber der Computer von Zuckerberg hat es halt gefunden. Naja, und dann wurde ich halt in 4 Wochen gesperrt. Kein Schulmädchen-Report und Krankenschwester-Report. Ja, Krankenschwester-Report habe ich ja diesen Warnaufkleber als Bild hingemacht und alles andere habe ich ja verdeckt, sodass es halt nicht. Es ging ja eigentlich um den Warnaufkleber, nicht um die nackten Damen. Ich weiß. Ich habe den Film gleich besucht. Also weil im Grunde haben wir ja eine Krise des Gesundheitswesens und dass da Krankenschwestern sowas machen, ist mir ja völlig fraglich. Also bei euch ist nichts weiter vorgekommen, außer dass der Andreas mal für 4 Wochen gesperrt wurde. Und hattest du auch mal Zeit, in deinem Archiv ein bisschen Ordnung schaffen. Das stimmt. Genau. Was gut ankam, hatte ich den Eindruck, ich habe ja seit in loser Folge eine Vampir-Serie oder eine Dracula-Serie, Dracula im Film heißt die, und hatte jetzt gerade einen Post gemacht, den ich auch in unsere Gruppe reingepostet habe, Brennen muss Salem. Jetzt habe ich eigentlich gehofft, dass unser Freund Stefan Preis da ist, weil Stefan Preis ja ein großer Freund dieses Filmes ist, aber Stefan hat sich ja entschuldigt für heute Abend. Haltet ihr was von solchen Filmreihen, dass man quasi alle möglichen Filme bringt im Laufe der Zeit unter einem gewissen Thema? Es war bei mir am Anfang Dracula, jetzt ist es eher Vampire. Dracula spielt auch mal mit, aber muss nicht sein. Findet ihr sowas okay? Oder ist es im Grunde konstruiert, dass man Klicks bekommt? Ich kann es nur von mir berichten. Ich habe häufig, dass ich einen Film mir ansehe, beispielsweise einen Vampirfilm. Und wenn mir das sehr gut gefällt, dann bleibe ich auf dieser Welle. Dann will ich jetzt den nächsten Vampirfilm gucken und den nächsten Vampirfilm gucken. Deswegen, wenn du das so meintest, kann ich das gut nachvollziehen, dass man einfach mal angefangen hat. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal so, ich habe einen Film aus Rumänien gesehen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich suche mal jetzt rumänische Filme. Und dann bin ich auf diese Welle geblieben, ja. Und das habe ich immer wieder erlebt. Hoffentlich passiert uns das nicht mit den Krankenschwestern-Reports. Ich hatte als nächstes habe ich mir überlegt, was ich auch faszinierend finde, weil es aber im Vergleich zu den Vampiren relativ wenige Filme gibt, sind Hexenfilme. Filme über Hexen. Ja, das stimmt. Also es gibt natürlich ganz, ganz großartige aus den 20er Jahren. Axan kommt jetzt auch wieder quasi als 4K-Version raus. Es gibt einen tollen österreichischen Film. Guten Rosemary's Baby kann man auch als Hexenfilm sehen oder muss man nur als Hexenfilm sehen. Statt der Toten auch. Wie bitte? Statt der Toten auch. Ja, richtig, richtig. Aber ich habe das Genre des Hexenfilms, so die Hexe von Eastwick und so, das sind dann so Klamauk-Filmchen, wo die Hexe Lilifee oder sonst irgendwas ist. So Hexen habe ich so viele noch nicht gesehen oder sie sind komplett an mir vorbeigegangen. Hättet ihr Interesse an Hexenfilmen? Ja. Und noch interessanter, es gibt ja mal diesen Hexer, also der Rabe, von Roger Corman, glaube ich, oder mit Roger Corman und Jack Nicholson, da ist doch dieser Kampf der Hexer, oder? Jack Nicholson war nicht dabei, der war der... Boris Karloff. Der ist mit Vincent Price. Vincent Price, ja, genau. Und Peter Lorre, oder? Ja, genau. Beide. Ja, da war auch Jack Nicholson, meine ich, in einer kleinen Rolle. Da war er Duell der Zauberer. Rolle spielt er nicht. Ja. Aber war auch ein Duell der Zauberer. Also ich habe in den 90ern Lord of Illusions, war auch so ein Magierfilm. Hat mir auch Spaß gemacht. Diese ganze Zaubergeschichten finde ich toll. Es ist eine schöne Welt.
Schöne also, Welt. Ja, weil es also ich habe auch so eine Ausstellung mal angeschaut über Zauberei und Magier. Ich finde, Houdini ist sowas, es hat alles einen gewissen Charme. Also, ja, anders als, ja, was ich, man könnte jetzt natürlich auch eine Serie machen über Zombie-Filme, die es ja wie Sand am Meer gibt. Und ich habe das Gefühl, es explodiert ja gerade richtig die Zombie-Welle nochmal. Aber das ist so für mich relativ reizlos. Da gibt es ein paar gute, aber es wird immer brutaler. Aber du bist nicht der Einzige, der Zauberer-Filme mag, weil ich schaue mit meinen Kindern gerade wieder Harry Potter an. Also Millionen Filmfans mögen Zauberer. Ja, ist okay. Das mag ich nicht. Harry Potter-Filme mag ich nicht. Ist aber selbe Bereich. Ja, ja, schon richtig, schon richtig. Sorry. Aber es ist so. Aber ich habe diese, wenn ihr mal in London seid, geht in diese Warner Studios und schaut euch die Harry Potter Tour an. Es ist Wahnsinn, was da aufgefahren wurde. Da macht Harry Potter auch selbst mir Spaß. Und meine Tochter hat sich jetzt gerade in Hamburg das Musical angeschaut und war auch schwer begeistert. Sind wir ein bisschen abgedriftet von deinem Dracula-Post? Ja, oder? Aber also, Dracula. Es kommt im Herbst im Deutschen Museum, im Deutschen Theater in München, ein Dracula-Musical. Hallo. Übrigens, toller Film, ist ein Zweiteiler, glaube ich, oder Dreiteiler sogar. Oder Andreas? Ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Film. Dracula 79. Der Soundtrack war von John Williams, ganz, ganz fantastischer Soundtrack. Sogar einer meiner liebsten John Williams-Soundtracks. Toller Film, bis auf den Schluss, wo Dracula am Haken hängt und ja in die Sonne gezogen wird. Aber es war originell, ne? Es war mal was anderes, wie diese Szene mit, wo halt das Kreuz dann letztendlich den Grafen vernichtet. Vielleicht zu dem 79er Original, also was ich jetzt auf deiner Seite, um nochmal auf die Vampire im Film zu kommen, was ich sehr interessant finde, für alle die sich dafür interessieren. Ich glaube, der Roman dürfte jetzt, meine ich, hätte ich in der Zeitung gelesen, 125-jähriges Jubiläum aktuell feiern. Dracula von Bram Stoker. Und du hast ja auch da einige Filme vorgestellt, zum Beispiel das 31er mit Bela Lugosi und den 58er mit Christopher Lee und halt den aus den 70ern. Und das ist natürlich schön, dann, wenn man einen der Filme gesehen hat, die man mit den anderen Verfilmungen zu vergleichen. Und wenn man natürlich jetzt noch nicht in dem Thema Dracula so versiert ist und die Filme noch nicht gesehen hat, dann kann man durchaus in den unterschiedlichen Epochen durchaus die Unterschiede, denn dieser unterschiedlichen Verfilmungen oder die 92er Verfilmung von Coppola auch vergleichen. Und dann sieht man schon, wo sind denn da die Schwerpunkte der Regisseure? Und das finde ich ungemein spannend. Und wenn man sich da so ein bisschen dann reinliest, auch in deinem, auf deiner Seite, wie du das siehst mit den Filmen, dann möchte man sich vielleicht dann auch selber ein Urteil oder ein Bild von diesen Filmen erlauben. Und wo wir gerade von dem 79er gesprochen haben, weil wir jetzt auch in der 70er-Gruppe so ein bisschen sind, das ist natürlich insofern außergewöhnlich, dieser Film, weil er, ich sage immer, der hat so ein bisschen was Operettenhaftes. Der ist halt fast schon wie so eine bald schon Monumentalversion von Dracula. Es gibt ja zwei Fassungen von dem Film. Eine, die um fast alle Farben beraubt worden ist, die wollte John Badham, der Regisseur, unbedingt haben. Also das war seine präferierte Fassung. Und jetzt ist ja vor 2-3 Jahren die Fassung rausgekommen, die praktisch wieder mit vollen Farben arbeitet und die deutlich bunter ist. Und das war ja eigentlich auch die Ursprungsfassung, die im Kino laufen sollte. Diese entsättigten Farben, das kam ja erst ein bisschen später durch den Regisseur. Und das ist auch interessant, mal diese zwei Fassungen miteinander zu vergleichen, wo da wie da mit den Farben im Film gearbeitet wird. Also ich würde auf jeden Fall jeden, der die Filme noch nicht gesehen hat, würde ich mal empfehlen, weil das ist ein Segenuss, mal diese Unterschiede zu sehen, wie die Filme wirken. Und sie wirken ganz anders durch die Farbeingebung. Und wir haben ja in den 70ern viele Hammer-Filme, was ich diese für mich immer noch ganz toller Film, obwohl er eigentlich gefloppt ist, Dracula jagt Minimädchen, sowas hatten wir ja schon mal diskutiert. Aber auch Jonathan Deutschland hat hier jemand, der, wie heißt er? Nicht Schlöndorf, jetzt stehe ich auf der Leitung. Wie heißt unser Geißendorfer? Hat der Jonathan gedreht als neuer deutscher Film. Fand ich faszinierend, fand ich super. Und weil wir gerade beim Geißendorfer sind und deutscher Film,
Wir haben ja einen ganz großen Verlust zu beklagen, das, der deutsche Film, nämlich ja, unser Wolfgang Petersen. Andreas hat den Hintergrund, ich glaube, das ist ein Original, das Boot. Wolfgang Petersen ist verstorben und er hat ja viele Filme gedreht. Er hat ja vor allem in den USA dann richtig Erfolg gehabt. Für mich sein Lieblings-USA-Film ist In the Line of Fire, den Eastwood ihn ja quasi gehört hat. Er wollte ja nach Erbarmungslos hat er ihn geholt für diesen Film. Und damit hat er in den USA Karriere gemacht, aber sicherlich in Deutschland ganz klar berühmt, vor allem durch Das Boot. Ein grandioser Film. Übrigens ein echter 70er. Auch eine coole Fälle. Auch wenn er 1981 erst ins Kino kam, die Dreharbeiten im Sommer 80 waren vor allem, aber der Film hat so viele Jahre Vorbereitungszeit in den 70ern gehabt, inklusive einer Vorproduktion im Sommer 79, gleich bei mir um die Ecke am Chiemsee. Also der gehört auf jeden Fall auch in unsere Gruppe rein. Moment, und Dreharbeiten in den 70ern? Ja, Vorprodukt. Also es wurden erste Szenen am Chiemsee gedreht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt... Sind sie verwertet worden? Das waren, aber laut unseren Statuten, glaube ich, müssen es nicht unbedingt Dreharbeiten sein, sondern generell intensive Arbeiten. Nein, Dreharbeiten. Es muss angefangen worden sein zu drehen. Dann werde ich rausfinden, welche Szenen das waren und dann setzen wir ihn in die 70er. Ich bin froh, also wenn es da eine Verbindung gibt, gerne. Hm? Es gibt ein tolles Buch von Tim Pröse, der ja, ein, ja, über den Typen, der, wie hieß er, Nacht, Hamburger Schauspieler, verstorben, der auch im Boot mitgespielt hat. Schlag mich. Ich stehe auf der Leitung. Der Polizist. In Anführungszeichen. Ja, genau. Jan Fetters. Und der hat ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben über Jan Fetters. Und Jan Fetters hat in dem Film eine Diskussion, also in dem Buch steht eine schöne Diskussion. Jan Fetters hat eine große, große Diskussion gehabt mit Wolfgang Petersen, weil Jan Fetters hat einen goldenen Ring mit grünen Saphir drauf. Und den hat er, von irgendeiner Mutter oder von irgendjemandem aus der Familie, und er wollte ihn in den Dreharbeiten nicht abnehmen. Und Petersen hat darauf bestanden, aber der hat ihn trotzdem in den Film reingeschmuggelt. Und wenn ihr mal Zeit habt und euch die Blu-ray oder die HD-Fassung anschaut von dem Film, gibt es eine Szene, wo dieser Ring dann auftaucht. Jan hat sich maßlos gefreut, dass er den Ring in den Film geschmuggelt hat. Und Petersen war stocksauer. Es gibt übrigens, vielleicht ganz kurz als Anmerkung, ihr seht ja hier hinten das Plakat, das ist ja noch aus Die Dämonischen. Es gibt übrigens eine Verbindung zwischen dem Film und Das Boot. Und zwar, auch wenn es nur eine Lose ist. Und zwar Don Siegel, der Regisseur, war eigentlich ein Regisseur, der für Das Boot in Frage kam. Man hat ja zunächst probiert, es in Hollywood zu drehen. Und dann hat sich aber der Autor, Buchheim, glaube ich, mit Hollywood überworfen, wegen einer bestimmten Szene. Ein Wunder. Hast du jemals mit Buchheim was zu tun gehabt? Das ist ein ganz schwieriger Knabe. Ja, okay. Es war wohl so, dass, jetzt müssen sich alle festhalten, die es nicht wissen. Also Robert Redford sollte eigentlich den Kapitän spielen, den Alten. Und da war eine Szene drin, wo wohl das deutsche U-Boot Schiffbrüchige erschießen sollte. Und dann hat Buchheim halt gesagt, nee, das machen wir nicht, wir drehen den Film nicht in Hollywood. Und ist abgereist und daraufhin wurde der Film dann nachher in Deutschland gedreht. Aber es war Don Siegel, der unter anderem neben John Sturges für die Regie in Frage kam. Und Don Siegel ist wohl auch schon nach Deutschland gereist, um erste Probeaufnahmen zu machen und ist dann halt nachher wieder abgereist. Das vielleicht nur gerade so als Ergänzung zwischen Das Boot und die Dämonischen, wo wir eben drüber gesprochen haben. Und ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, das müsst ihr mir jetzt weiterhelfen, dass Steven Spielberg sich Das Boot ausgeliehen hat für Jäger des verlorenen Schatzes. Genau, das ist Das Boot, ja. Und dass das quasi unser Boot fährt in einem Spielberg-Film mit. Das ist das, in dem dann Indiana Jones irgendwie untertaucht, obwohl er außerhalb ist vom Schiff und dann... Das war mir nie ganz klar, wie hat er das eigentlich geschafft? Ja, das ist jedem unklar. Er schafft es irgendwie. Es hat eine gute Lunge. Ach. Nee, aber
Bleiben das ist vielleicht auch noch die ganz kurz die Verbindung zu In the Line of Fire, den du eben von angesprochen hast von Petersen, die Beziehung zu Clint Eastwood, der ja auch Interesse an der Verfilmung von Das Boot hatte und dann nachher später mit Petersen zusammengearbeitet hat. Also da ist dann auch die Beziehung Don Siegel, Clint Eastwood und Wolfgang Petersen wieder zu finden. Weil Eastwood hat ja auch viele Filme mit Don Siegel gemacht. Was mich interessieren würde zum Boot, Entschuldigung, dass ich jetzt reingrätsche, aber eine meiner älteren Erinnerungen, was Super 8 anbetrifft, ist, dass in unserem Fotoladen, wo es damals noch eine ganze Reihe Super 8 Filme gab, da waren auch die drei Piccolo-Fassungen, ich glaube drei Teile was, Piccolo-Fassungen von Das Boot. Du hast gerade eben, hast du den Trailer vorgeführt? Genau, ich wollte fragen, was weißt du darüber, Andreas, und weißt du vielleicht noch was von anderen Petersen-Filmen auf Super 8? Ja, also es gibt nicht nur einen Dreiteiler auf Super 8, es gibt ihn auch komplett auf Super 8. Und zwar gab es mal eine Airline-Print, die gab es an Fluggesellschaften, wurde die ausgeliehen. Die haben ja an Bord der Concorde oder Boeing 747 vorgeführt. Dann gibt es in den 90er Jahren, sollte es eine Neuauflage auf Super 8 geben. Da wurde der erste Akt kopiert, den habe ich selbst gesehen. Und zwar mit einem System auf CD, da war der Ton drauf. Und dann gab es halt die große Rumfrage, wer kauft alles ein? Und da sind halt nicht geläutet genug zusammengekommen und dann ist das nicht realisiert worden. Aber es gibt ihn trotzdem komplett. Dann gibt es diesen Dreiteiler, dann gibt es auch noch die unendliche Geschichte, auch auf Super 8. Wow. Den gibt es auch komplett, ja, und als Schnittfassung, beides. Und dann gibt es halt diverse Trailer. War schon sehr spät zum Auslaufen von Super 8. Wie bitte? War ja schon recht spät eigentlich zum Auslaufen von Super 8, dass da noch die Schnittfassung rauskommen, sollen eine der letzten Schnittfassungen gewesen sein, die überhaupt rauskommen. Nee, diese Schnittfassung ist von der Firma Derren in England erschienen. Ach, von Derren, okay. Genau, und die Komplettfassung, die ist aus Deutschland. Sie ist von Jörg Haneschmacher. Ja, der hatte sogar zum ersten Mal Vierkanal-Stereoton auf den Super 8-Film gemacht. Der hat dafür extra ein eigenes System entwickelt. Und dann gibt es halt noch diverse Trailer, nicht nur von Das Boot, auch In the Line of Fire gibt es einen Trailer, Der Sturm, und eigentlich alles, Air Force One, Troja und sowas gibt es alles auch auf Super 8. Aber nur die Trailer, die ganzen Filme dann halt nicht. Und die ganzen Tatorte aus den 70ern von Petersen, gibt es nichts? Die gibt es nichts, nein. Leider nicht. Es kam jetzt gerade im Fernsehen und zum Tod von Petersen lief jetzt der ein oder andere alte Tatort. Und auch da hätte ich gerne unseren Freund Stefan Preis gehört, der ja ein Tatort-Fan der 70er ist. Aber leider ist er nicht da. Genau das wollte ich fragen, ob die sehenswert sind, wobei ich mich gleich outen muss als überhaupt nicht Tatort-Fan. Ja, ja, mir ging es ja genauso und der Stefan hat mir ganz eindeutig gesagt, schau sie dir an, die gibt es auch bei YouTube ein paar drin, sie sind ganz, ganz anders wie die späteren Tatorts, da sind die Drehbücher noch sehr viel besser. Ich kann es nachvollziehen, aber ich bin nach wie vor Tatort kein Fan. Das ist einfach für mich deutscher Krimi. Es hat das gleiche Edgar Wallace-Niveau. Das ist einfach nichts. Aber ja, bitte? Ich wollte nur was kurz zu Petersen sagen, als ich das nochmal mitgekriegt habe also die Nachricht, dass der gestorben ist. Was mir sofort eingefallen ist als Film, war natürlich Die unendliche Geschichte. Das ist das, was ich wirklich mit ihm in Verbindung bringe. Das Boot ist auch grandios, aber das habe ich auch viel, viel später erst gesehen, sondern Die unendliche Geschichte hat wirklich meine Kindheit geprägt. Ja. Und weil wir vorhin auch über Welle gesprochen haben, dann habe ich überlegt, Mensch, soll ich jetzt in dieser Petersen-Welle einfach reiten? Ja. Und dann habe ich mir auch seinen älteren Film geguckt. Nicht einen Tatort, aber einen aus den 70er. Und zwar Die Konsequenz. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch insbesondere das Bild, dass das auch in Schwarz-Weiß gedreht wurde, war total toll. Ja, also ein Film, das mir definitiv gefallen hat. Aber ich glaube, er hat wirklich seine Visitenkarten für Hollywood gemacht, wirklich mit Das Boot. Ja. Und was ich auch wiederum interessant fand, ist, dann ging er nach Hollywood, dann hat er wirklich tolle Filme gedreht, Enemy of Mine und In the Line of Fire und was war das? Troja, sicherlich der große Blockbuster, ne, aber war auch gut. Und dann kam er wieder zurück nach Deutschland, um Vier gegen die Bank zu drehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, ja, aber ich oute mich auch gleich hier. Schweiger, Schweighöfer, Herbig und Liefers.
5,8 in der Internet Movie Database. Das sind diese typischen Filme, die im Kino kommen, wo die Leute massenweise reingehen. Die wird Geld gemacht mit diesem Film, aber was eigentlich, also zumindest nichts für mich ist. Aber den habe ich nicht gesehen. Ja. Mhm. Ich habe ihn gesehen und er ging so. Okay. Ich habe jetzt gerade im Keller durchgesucht, weil ich gerade was über Süberberg zusammensuche und der Süberberg hat den Bayerischen Filmpreis 1979 bekommen und auch in dem Buch, das ist 79, 80, 81, über die Filmpreise, die Bayerischen. 1980 hat Petersen den Bayerischen Filmpreis bekommen, oh Wunder, für das Boot. Also, zieht sich durch. Aber wir haben ja nicht nur Petersen dieses Jahr zu beklagen. Der Andreas hatte neulich geschrieben, dieses Jahr ist ein Jahr, wo sehr, sehr viele Große uns verlassen haben. Ist es so oder kommt es uns nur so vor? Jan, wie sieht's aus? Du bist der Meister der Statistik. Statistik meinst du? Ja, da kann ich was. Ich dachte, jetzt ist Andreas Pautsch dran, weil er es gesagt hat. Aber er war nicht der Einzige. Ich gesagt, war nicht so zu sagen. Mein Eindruck. Ja, nicht nur bei dir, auch bei den anderen in der Gruppe. Da waren einige gewesen, die da gesagt haben. Und da habe ich gedacht, da gucke ich mal nach. Das würde mich gerade mal interessieren. Zwar läuft im Hintergrund ja immer so ein Nekrolog mit, damit man da eine Übersicht hat und damit wir auch entsprechende Posts setzen können. Aber da habe ich nochmal genauer nachgesehen und tatsächlich hat sich herausgestellt, ab Juli 2022 sind wirklich deutlich mehr große Stars gestorben. In 2021 waren es 191 Filmschaffende der 70er und davon 42 Stars. Ja, die anderen waren Kameraleute und so im Hintergrund, die etwas kleineren, aber 42 Stars in 21 und in 22 jetzt bis August sind schon 33 Stars. Ne? Das ist schon sehr viel, also 126 Filmschaffende in den 70er. Was vielleicht positiv ist, was man da sagen muss, ist, wir sind alle alt gewesen, also die meisten schon über 90. Traurig war es mit den 67 Jahre alten Leuten, wie Eckhard Bell war das, glaube ich, gewesen, ganz zu Beginn des Jahres. Und Ray Liotta, ne? Das war natürlich viel zu früh, viel zu jung, aber die anderen sind schon deutlich älter gewesen. Ja, also wie gesagt, mir fällt es immer auf, dass im Herbst kommt ja dann meistens so Anfang Dezember der Rückblick in den großen Zeitschriften und in den großen Fernsehsendern, die Toten des Jahres und sie vergessen ja eigentlich immer erst den Dezember. Und im Dezember sterben seltsamerweise auch Leute. Also diese ganzen Auflistungen sind immer blöd. Da finde ich dann eine Auflistung im Internet, geführt vom Jan, deutlich besser. Okay, wird kommen. Ende Dezember. Also jetzt, ich will jetzt nicht fragen, wer stirbt als Nächster. Das wäre natürlich fatal. Aber es ist schon heftig. Vielleicht liegt es auch an der jetzt in Deutschland Hitzewelle und sowas, dass viele ältere Herrschaften damit nicht mehr so klarkommen. Wir wissen es nicht. An was ist Petersen gestorben? An Bauchspeicheldrüsenkrebs. Okay, also auch was richtig Schmerzhaftes. Aber er ist friedlich eingeschlafen, hieß es. Okay, na gut, warten ab. Freunde, ich möchte mich bedanken. War eine schöne Sendung. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das darf sein. Ich danke dem Jan für die Organisation und ich danke allen, die dabei waren. Und wir sehen uns in Bälde wieder. Dankeschön.